Gibt es ein Wort, das andere verrückt nach dir macht? Ja, das gibt es wirklich. In diesem Video erfährst du, was dieses seltene Wort ist, das andere verrückt nach dir macht. Eine wichtige Frage: Wie denken eigentlich Frauen? Ich wurde neulich in einem Kommentar danach gefragt, was wir eigentlich einer Frau antworten sollen, wenn sie uns nach unserem Beruf fragt. Das haben Frauen bei diesem Mann anscheinend immer gemacht, wenn sie mit ihm geredet haben. Frauen haben mir diese Frage ebenfalls oft gestellt. Anfangs habe ich mich dann noch ein wenig schwer getan und gerätselt, was ich denn auf einem Date antworte, gerade da mein Beruf etwas extravagant ist. Ich bin Flirtcoach für Männer. Ich bringe dir bei, wie du Frauen entdecken, verführen und entlang der Reise die große Liebe finden wirst. Aber weißt du, wie Frauen seit etwa 7 Jahren mit mir über dieses Thema reden? Gar nicht mehr. Ich wurde seit Jahren auf Dates von Frauen nicht mehr nach meinem Beruf gefragt. Und nicht, weil ich es von mir aus schon erzähle. Nein, der Grund dafür ist dieses eindrucksstarke Wort, das Frauen verdammt gerne hören. Es wird dich vielleicht nicht von den Socken hauen, aber ich garantiere dir, du verwendest es bei Frauen wahrscheinlich sehr selten. Dieses Wort ist Nein. Nein, wir werden jetzt nicht über Berufe reden. Mir brennt gerade was ganz anderes auf den Lippen. Wenn du zu einem Nein bereit bist, dann musst du es oft gar nicht erst artikulieren und Menschen nehmen dich schon ganz anders wahr. Quasi, wenn man sich nicht auf der Nase rumtänzeln lässt, dann werden es Leute gar nicht erst versuchen. Aber in diesem Fall ist das ja gar nicht so schlimm. Ein Nein ist eigentlich etwas sehr Positives. Viele denken, ein Nein bedeutet das Ende einer Konversation. Dabei denkt dir ein Nein eher als Gabelung in einem Weg. Wir können jetzt entweder diesen mittlerweile ganz schön totgetrampelten Weg laufen, den alle anderen üblicherweise gehen, der langweilig und vorhersehbar ist, oder wir nehmen einfach mal den Weg, den sonst kaum jemand geht. Ach, nicht schon wieder Berufe. Komm, wir reden jetzt über etwas, was viel spannender ist. Was würdest du denn gerne werden, wenn es überhaupt keine Einschränkung gäbe? Wenn du alles auf der Welt sein könntest, wenn deine Freunde und deine Familie und sonst alle anderen Menschen auch dich dabei unterstützen würden? Du könntest Delfindompteur sein, es ist völlig egal. Was würdest du sein wollen? Nur lass uns nicht über unseren Arbeitsalltag reden, okay? Dieses kontextuelle Nein hören Frauen verdammt gerne. Warum hat sie überhaupt danach gefragt? Weil es ihr so eingetrichtert wurde, dass man das nun mal so sagt, dass das nun mal die Gesprächsthemen sind bei einem Kennenlernen. Aber wenn du ihr einen alternativen Weg anbietest, dann nimmt sie ihn dankend und liebend gerne an. Natürlich können wir trotzdem auch über unseren Beruf reden, aber dass es da keinen Zwang gibt, das wollen wir ihr verkörpern. Und es gibt noch 1000 Beispiele, wie du dich sympathisch und souverän von der Masse abheben kannst. Aber die bekommst du gleich. Der Grund dafür ist die Welt, in der Frauen sich bewegen. Eine Welt, die voller Ja-Sager ist. Menschen, die emotional abhängig sind und beinahe alles tun würden, um mit einer Frau im Bett zu landen. Es zeigt, dass du Prinzipien hast, einen eigenen Willen, Werte. Und damit wird Anziehung erzeugt. Frauen sehen sich nicht nach einem Mann mit Geld oder Status. Frauen sehen sich nach einem Mann, der ihr dieses Gefühl verkörpern kann. Es ist das Gefühl der unendlichen Freiheit. Wann du Ja und wann du Nein sagst, ist in Wahrheit egal. Was zählt, ist, dass wir keine Angst haben, unserem Herzen zu folgen. Warum fragen Frauen überhaupt nach deinem Beruf? Weil sie dich mag. Sie ist selber nervös und weiß nicht, was sie tun soll. Und dieser Druck von der Gesellschaft, dem sie genauso ausgesetzt ist wie du und ich, ist Bullshit. Red über das, was du reden willst. Du findest das Thema langweilig oder überflüssig? Schmeiß es weg und überleg dir ein spannenderes. So filtern wir die Frauen heraus, die zu uns passen. Und wir reden auf Augenhöhe. Wir müssen keine Angst haben, sie zu verlieren. Wenn wir nicht zueinander passen, haben wir nichts aneinander zu verlieren. Mach es dir zur Angewohnheit, zu einer Frau auch Nein zu sagen, wenn es nicht passt. Weißt du was? Wir passen nicht zusammen. Ich wünsche dir alles Gute. Oder in einem Gespräch auch einfach nur Nein. Ich sehe das anders. Das ist natürlich ein Prozess. Ich habe viele Männer gecoacht in den letzten 5 Jahren. In unserem 12-wöchigen Coaching höre ich vor allem in den ersten Wochen immer wieder in den Flirts und Gesprächen mit Frauen, wie die Standardantwort vieler Männer, auf egal was eine Frau sagt, folgende ist: Okay, sie sagt, ich weiß nicht genau, eigentlich mag ich das Theater mehr. Und er sagt: Okay, Stockholm ist viel schöner als Florenz. Okay, ich treffe morgen schon meine beste Freundin, vielleicht am Wochenende? Okay, wir dürfen es uns angewöhnen, einer Frau auch zu sagen: Nein, ich mag Kino definitiv mehr als Theater. Nein, 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 für mich ist Florenz die schönste Stadt. Nein,
Am Wochenende kann ich nicht. Streich die Pläne. Wir zwei gehen morgen ein Eis essen. Daraus kann sich ein Flirt auf Augenhöhe entwickeln. Oft denken wir, dass eine Frau uns ablehnt, weil sie nicht sofort zu allem Ja und Amen sagt. Dabei ist sie doch nur ein Mensch. Sie ist selber nervös. Aus dem Beispiel mit dem Eisessen kann sich so zum Beispiel ein Date entwickeln. Was beiseite, ich will doch gar nicht, dass du deiner Freundin absagst. Wir können irgendwann anders auf ein Eis gehen. Ja, tipp mal deine Nummer 1. Wenn wir Nein sagen können, dann können wir nämlich auch Ja sagen. Wenn es für uns passt. So entdecken wir Frauen, verführen sie und entlang des Weges begegnen wir der Richtigen. Wenn du dabei einen erfahrenen Coach und neue Freundschaften an Gleichgesinnten an deiner Seite haben möchtest, dann erzähle ich dir von einem roten Faden, der dir diesen Weg weisen wird. Das Programm hat mir sehr geholfen. Jetzt vor dem Programm hatte ich praktisch so gut wie keine Dates. Während dem Training, was ich angefangen habe, habe ich bereits mit 2, 3 Mädels schon mehrmals getroffen. Ich muss sagen, ich bin jetzt so weit, dass ich das eine gewisse Lockerheit und Leichtigkeit habe, da einfach ohne Bedenken reinzugehen, mit dir zu reden und Spaß dabei habe. Wenn ich noch vor der Wahl stehen würde, ich würde das Programm sofort nochmal machen. Komm ins kostenlose Erstgespräch und du wirst in 12 Wochen zu dem Mann, der schon längst in dir steckt und sich genau die Frauen in dich verlieben, die du willst. Wenn du mit mir darüber sprechen möchtest, dann klicke hier.